Wir sitzen hier über den Dächern von Jerusalem. Im Hintergrund wird gefeiert, israelische Flaggen wehen und es ist eine unfassbar schöne Abendstimmung. Kaum fassbar, dass in der Nähe ein Krieg tobt. Und mittendrin hier in dieser Atmosphäre von Jerusalem hat die Leiterin unserer Gebetshotline, Rebecca Ulbrich, für 7 Wochen lang gearbeitet. Rebecca, schön, dass du heute mit uns hier sprichst über deine Zeit. 7 Wochen sind fast vorbei. Was war ursprünglich dein Anliegen, hier 7 Wochen in Jerusalem zu verbringen? Wir haben letztes Jahr zu viert als Mitarbeiter von CBN eine private Reise nach Israel gemacht. Und da haben wir auch das Gebetshaus besucht hier. Und da ist in mir einfach der Wunsch entstanden, hier mal für längere Zeit herzukommen, um einfach hier zu beten und auch den Menschen da drin zu dienen im Gebet. Wenn du auf die Zeit zurückguckst, wie war dein Alltag? Wie hast du die Tage gestalten können? Also vormittags habe ich dann ganz normal in der Gebetshotline gearbeitet. Remote, also eigentlich genau das Gleiche, was ich jetzt von Deutschland zu Hause auch mache. Die Anrufe angenommen, dann die E-Mails beantwortet und so weiter. Und danach, am Nachmittag, habe ich dann oft eine Watch im Gebetshaus geleitet, auch mit. Und dafür verschiedene Themen einfach aus Israel gebetet. Als Leiterin der Gebetshotline von hier aus zu arbeiten und auch Telefonate anzunehmen von Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, war das irgendwie anders? Was war dein Gefühl dabei, als du gebetet hast für die Menschen? Also ich hatte schon das Gefühl, dass von hier aus für Menschen in Deutschland zu beten einfach was ganz Besonderes ist. Dass auch nochmal eine besondere Kraft ist oder ein besonderer Segen von hier ausgeht, wenn man für Menschen in Deutschland betet. Das ist nicht das Gleiche, würde ich sagen. Wir sind hier in Jerusalem. Der Krieg tobt im Norden. Hast du davon etwas mitbekommen, von der angespannten Lage hier? Vom Krieg selbst jetzt nicht. Hier in Jerusalem ist es eigentlich relativ ruhig. Man merkt, dass die Stimmung angespannt ist. Welches Erlebnis oder welche Begegnung sind dir besonders hängen geblieben? Wir hatten eine Begegnung mit einem Juden, der ein Airbnb hat in Zikron Jakov. Da bin ich mit einer Bekannten, mit einer deutschen Bekannten in den Norden gefahren, um da ein Wochenende zu verbringen. Der war total offen, auch unserem Glauben gegenüber und hat uns auch Fragen gestellt, warum wir hier sind, was wir hier machen. Und mit dem konnten wir ganz offen über unseren Glauben sprechen, über Jesus sprechen, was wir hier machen, dass wir hier beten, dass wir die Juden, das Land einfach segnen wollen. Der war davon total überrascht und dem haben wir dann sogar eine hebräische Bibel schenken können. Da war auch offen für das zu lesen, hat uns gefragt, wo soll er anfangen zu lesen und das war einfach ganz besonders. Es war auch super schön, weil wir haben uns dann alle irgendwie total gefreut und er hat sich auch gefreut. Er meinte auch, wir sollen unbedingt wiederkommen und das war ein besonderer Segen einfach. Ja. Hat dich auch was besonders herausgefordert hier in der Zeit? Ich habe die ganze Zeit hier in Israel schon als sehr intensiv empfunden. Insgesamt einfach. Die ganze Stimmung hier, wie gesagt, die Atmosphäre. Dazu kam dann die Hitze, es ist unglaublich heiß hier gewesen in der Zeit und hier im Gebet zu sein und für so schwere Themen zu beten. Es war einfach sehr intensiv alles. Für welche Themen hast du hauptsächlich gebetet? Wie hat sich dein Gebetsleben hier verändert? Wie wurde es geprägt? Also direkt, als ich hier angekommen bin am Flughafen, es hängen ja überall im ganzen Land diese Plakate von den Geiseln, hatte ich schon am Flughafen direkt den Eindruck, dafür zu beten, dass die Geiseln freigelassen werden oder für die Geiseln zu beten. Das war mein Hauptschwerpunktthema jetzt hier im Gebetshaus. Und es ging hauptsächlich wirklich um Israel und die aktuelle Situation hier. Und hast du darin, ich meine, du hast sehr viel Zeit im Gebet verbracht, hast du darin so eine neue Erkenntnis oder eine Entdeckung gehabt für dein geistliches Leben, für dein Leben schlechthin? Also eine Sache, ich hatte mich halt zwischendurch schon gefragt, wieso bin ich nicht einfach in Deutschland, wieso bete ich nicht einfach von Deutschland aus für Israel? Was Gott mir gezeigt hat, wie wichtig es ist oder was für einen Wert es auch hat, vor Ort zu sein, einfach da zu sein. Weil wir als gläubige Christen ja schon den Heiligen Geist und die Gegenwart Gottes in uns tragen und Jesus in uns auch in das Land dann so mit reinbringen, die Gegenwart Gottes reinbringen. Und das ist das Wichtige. Glaubst du, was Gebet verändern kann? Ich glaube, dass Gebet alles verändern kann, dass alles im Gebet anfängt und ja, dass es oft unterschätzt wird.
Wir haben jetzt Zuschauer, die auch Israel auf dem Herzen haben oder die wissen möchten, für was kann ich eigentlich gerade beten? Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz doch weiter weg als du jetzt hier. Welche Gebetsanliegen könntest du ihnen weitergeben? Als erstes natürlich für die aktuelle Situation im Moment. Ich glaube, dass es da auch wichtig ist, sich ein bisschen zu informieren oder up-to-date zu sein, zu wissen, was ist überhaupt gerade los in Israel, um dann für die aktuelle Situation beten zu können. Ja, dann grundsätzlich einfach auch für das ganze Volk, für das ganze Land, dass eine Erkenntnis von Jesus einfach ausgegossen wird auf das Land und für die Menschen. Ja. Dann danke ich dir für das Gespräch. CBN Deutschland. Menschen erleben Gott.